Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Haartönungstutorial für euch und wie man sieht, habe ich mir mal wieder was Abgefahrenes einfallen lassen, was man so nicht alle Tage sieht, würde ich sagen. Ich habe mich nämlich von einem Labradorit inspirieren lassen, so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr diese Steine, das sind halt richtig coole blaue Steine, die je nachdem, wie man sie so ins Licht hält, manchmal so ein bisschen orange, manchmal fast so ein bisschen grün schimmern, also so einfach ganz krasse Steine irgendwie. Und ja, die haben auch oft solche Facetten drin, die dann ganz dunkel sind. Und ich dachte mir, das ist jetzt mal ein guter Moment, um sowas auszuprobieren, weil ich ja noch relativ dunkle Haare habe. Ich muss sagen, dass das Schwarz so ein bisschen verblasst ist. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so deutlich rüberkommt, aber es ist jetzt eher ein sehr warmes Dunkelbraun, was ich aber auch nicht so schlecht finde. Ich finde, es passt jetzt ganz gut zu diesem natürlicheren Look irgendwie. Also, naja, natürlich ist relativ, aber gut. Also wie habe ich mir jetzt die Haare getönt? Es war im Prinzip relativ einfach. Ich habe mir halt logischerweise einen blauen und einen orangen Ton angemischt. Ich hatte mir auch noch den White Toner beim Übergang aufgetragen, weil ich mir so gedacht habe, das ist besser, als wenn das Blaue direkt ins Orange übergeht. Irgendwie sieht man es jetzt, finde ich, nicht so wirklich, dass da in der Mitte irgendwie so eine Übergangsfarbe ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich was gebracht hat. Ich glaube, man könnte den auch weglassen und einfach nur den Blauton und den Orangeton verwenden. Für den Blauton habe ich einfach Atlantic Blue von Directions genommen und habe das zur Hälfte mit Spülung gestreckt. Und für den Orangeton habe ich Carnation von Directions. Und zwar wirklich nur eine winzig kleine Messerspitze quasi mit dem Gelb vom Pur her gemischt. Und das habe ich auch nicht gestreckt oder so, weil ich das wirklich möglichst kräftig haben wollte. Und ich finde, es ist nicht mal so knallig geworden. Ich würde das auf keinen Fall mit Spülung strecken. Das gilt generell, wenn ihr euch irgendwie gelbliche Haare tönen wollt, würde ich allgemein nicht mit Spülung strecken, weil Gelb meistens nicht so intensiv ist. Und ja, dann habe ich einfach das Blau direkt am Ansatz aufgetragen. Ja, diese Übergangsfarbe noch, die man sich meiner Meinung nach eigentlich sparen kann. Und da, wo es dann schon so ins Dunkelbraune übergeht, habe ich den Orangeton aufgetragen. Also wirklich im Prinzip nicht sonderlich kompliziert. Und so ist das Ganze dann geworden. Also es ist mal wieder so eine Farbe, wo ich mich nicht so ganz entscheiden kann, finde ich es jetzt cool oder ist es schon zu abgefahren. Aber ich glaube, ich finde es ganz cool. Und ich finde, es schaut auch wirklich relativ ähnlich aus wie so ein Labradorit eigentlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Haarfarbe haltet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir dann einfach das Video. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I